mein dicker Bauch wird einfach nicht weniger. Ich kann tun und lassen, was ich will. Mich nervt dieser verdammte Bauchumfang. Wenn ich von der Seite stehe, habe ich so eine Wanne. Ihr schafft es nicht, euren Bauchumfang zu reduzieren. Viele Menschen sehe ich immer wieder im Fitnessstudio. Da wird dann stundenlang vor sich hingezappelt, ganz viele Bauchmuskelwiederholungen gemacht. Dann gibt es auch die eine Ansage, ja, aber im Bauch brennt es doch. Und wenn es da brennt, dann wird doch der Bauch weniger. Das ist mehr oder weniger schon ein bisschen weit an den langen Haaren herbeigezogen. Durch Bauchmuskeltraining lässt sich nicht örtlich am Bauch Fett verbrennen. Das geht nicht. Wir können den Körper nicht programmieren. Freund, ich mache jetzt Bauch und du baust bitte hier das Bauchfett ab. Bauchmuskelübung. Was tue ich denn da überhaupt? Bauchmuskelübungen sind gut, sind hervorragend, sind wunderbar. Um den Bauchmuskel zu aktivieren, damit das Korsett stabilisiert wird, fordert ein Bauchmuskel den Rückenstrecker, gibt ein stabiles Rumpfkorsett und sorgt dafür, dass wir weniger Rückenprobleme haben. Deswegen ist natürlich Bauchmuskeltraining hervorragend. Wenn es doch so ist, dass wir hier oben ist das Köpfchen mit den Äugchen, mit den Haaren, mit der Nase, mit dem Mund und dann gehen wir runter und dann haben wir hier die Brust und dann haben wir unten so eine Beule. So, wenn wir diese Beule reduzieren möchten. Jetzt machen wir das Männchen noch fertig. Also ich bin nicht der beste Maler. Da kommt der Popo. Vorne malen nichts hin, da kommen die Beine. So. So, wenn wir den hier eliminieren möchten, diesen dicken, fetten Bauch, den wir uns über Jahre hinweg angeeignet haben, pädagogisch sehr wertvoll, angeeignet. Wenn wir den loshaben möchten, dann nützt es nichts, stundenlang auf dem Bauch, auf dem Rücken zu liegen und Bauchmuskelübungen zu machen. Die sind das Bauchkorsett ganz gut. Sondern hier müssen wir ganz klar darüber nachdenken, wie aktivieren wir unseren Fettstoffwechsel. Fettstoffwechsel, was bedeutet es? Stoffwechseln. Das heißt, das Fett, das körpereigene Fett, das in unseren Fettzellen sind. Wir haben überall Fettzellen, kleine, runde Zellen, die sind voll mit Fett. Wenn wir die loskriegen möchten, dann müssen wir den Fettstoffwechsel aktivieren. Dazu gehört ein gesundes Ernährungsverhalten. Das bedeutet, dass wir so weit wie möglich bedarfsgerecht, das heißt, wie viel Energie braucht mein Körper, wie groß bin ich, wie viel Muskelmasse habe ich, welche berufliche Tätigkeit habe ich, welchen Sport mache ich, das sind alles Faktoren, die zählen dazu bei, wie viel Nährstoffe brauche ich eigentlich. Und das muss ich einmal berechnen, sollte ich berechnen. Das nächste, was ich mache, ist natürlich dann überprüfen, durch ein Ernährungsprotokoll zum Beispiel, indem ich aufschreibe 3-4 Tage, was esse ich denn überhaupt? Und ich überprüfe, oho, ich esse ja 30-40% mehr, wie ich tatsächlich benötige. Kein Wunder, wenn der Bauch immer größer und nicht kleiner. Wenn ich das alles gemacht habe und mir dann vielleicht vom Spezialisten erklären lassen habe, was soll ich alles essen, in welcher Menge soll ich was essen, weil das Ernährungsverhalten 70% des Erfolgsprozenten ausmacht, wenn es um die Fettreduktion geht, wenn es darum geht, den dicken Bauch zu reduzieren. Ich soll weiterhin meine Bauchmuskeln machen, ist wunderbar, aber ihr sollt auch den Stoffwechsel pushen. Kraftausdauertraining, die roten Muskelfasern, das sind die langsam zuckenden Muskelfasern, die ausdauerfähigen Muskelfasern, die müssen wir belasten. Wenig Pausen zwischen den Sätzen machen, hohe Wiederholungszahl, langsam ausgeführt, Feuer frei. Dreimal die Woche Kraftausdauertraining, Ganzkörper, Zirkeltraining mit Cardio-Intervalleinheiten, mit Cardio-Hit-Einheiten. Darauf achten, dass der Durchschnittspuls schön hoch ist. Wenn ihr diesen dicken, runden Bauch loshaben möchtet, nützt es nichts, allein auf dem Boden rumzuliegen und Bauchmuskeln zu machen. Ihr müsst den Ernährungsfaktor müsst ihr unbedingt mit annehmen, dass ihr berechnet, wie viel Energie verbraucht dein Körper. Nächster Step: Training überprüfen. Wie habe ich trainiert? Wie kann ich es optimieren? Ich mache ein Kraftausdauertraining. Die ganze Zeit habe ich ein Krafttraining gemacht. 8 Wiederholungen, 10 Wiederholungen. Zeitfenster 25 Sekunden Belastung. Kein Cardio. Kann ich umstellen, kann sagen, jetzt mache ich ein Cardio-Intervall, Cardio-Hit in Kombination mit einem Kraftausdauertraining mit Freihandeln. Perfekt. Dann kann ich euch garantieren, werdet ihr Erfolg haben. Es gibt keinen Mensch, der es nicht schafft, seinen Bauchumfang zu reduzieren. Das gibt es nicht. Habe ich noch nie erlebt. Die Frage ist, wie schnell er es schafft, in welchem Zeitfenster er es schafft. Und da gibt es riesen Unterschiede. Wichtig ist, ihr seid auf dem Weg, Step by Step. Und dann kommt ihr auch sicherlich ans Ziel, wenn ihr das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ihr müsst euch nicht mit dem abgeben,
was für euch vorbestimmt ist. Es gibt einen vorbestimmten Weg, da könnt ihr einfach weiterrutschen. Da kostet euch keine Energie, und zwar null Energie. Wenn es Menschen gibt, die nicht an dich glauben, kann dir das völlig wurscht sein. Oder bist du derjenige? Du alleine kannst nämlich nur der Mensch sein, der über dich bestimmt und sagt, ich schaffe es nicht. Wenn du das sagst, ich schaffe es nicht, dann kannst du es direkt sein lassen. Dann vergeude deine wertvolle Energie nicht in diese Richtung. Belaste nicht Menschen damit, beauftrage keine Menschen damit, dir zu helfen, wenn du von vornherein weißt, dass du nicht die Power hast. Die Power hat jeder Mensch. Steh jetzt auf, jetzt im Moment, wo ich das sage, ändere komplett dein Leben.